Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die Sims 4. Ja, das letzte Mal haben wir die liebe Rico festgenommen und stellen sie jetzt zur Rede, ob sie wirklich die Schuldige ist. So, denn es gab zwei Leute, die auf die Beschreibung gepasst haben und die meisten haben auf Rico gezeigt. Deswegen, mal schauen. So, Rico scheint freundlich zu sein. Dann wollen wir doch mal auch nicht zu ihr sein. Und hey, sagen, hey, komm mal. Ist doch alles super. Reshna, Gianku Apatoy. No bar. Mi Blasa. Okay, sie möchte kein Schokoriegel. Wir kriegen hier schon dran, mein Lieber. So, höfliche Informationen fragen, komm. Bitte Gump. Na, Misa. Splurab. Bash, Yamful. Gelna, Bamboo. Hat mir so viel gebracht. Okay, ich werde einfach mal Folgenaussagen zeigen. Torque. And Beef Buisa. Noyab. Memron. Moi Bean. Huh? Freebana. Shemaya. Sie scheint echt schuldig zu sein. So, Fingerabdruckbeweise zeigen. Denn die werden auf jeden Fall schon was Deutliches sagen. Guck mal. Die scheint echt knapp davor zu stehen. Und Hartauswurf, zeig ich auch nochmal. Bei Kamp, Boshi, Kawara, Yab Mip. Huh? Freebana. Okay. Dombila. Hupatay. Ja, sehr schön. Sie scheint besorgt zu sein. Falsche Versprechungen machen, komm. Oh, Narble. Kumpipa. Isharu Singula. Ojin? Ravuda Palkum. Reba! Reba! Sehr schön. Sie scheint schuldig zu sein. Alles klar. Dann habe ich es doch die richtige ausgewählt. Dann bin ich doch stolz. Ich hatte schon echt Angst, dass das Ganze in die Hose geht, aber. Sehr schön. Damit haben wir auch den Fall abgeschlossen und er kann theoretisch befördert werden, glaube ich. Wäre jetzt lieber mit dir, ich löse einen dritten Fall. Ich habe einen dritten Fall gelöst. Oder zählt das nicht, weil ich den... jetzt. Hier. Ah, sehr schön. Fall abgeschlossen. Gute Arbeit. Wieder ein Krimineller, weniger auf den Straßen. Leider schwer fürs Verbrechen? Nee. Alles klar. Jetzt haben wir den dritten Fall abgeschlossen. Und können uns erstmal ein bisschen entspannen in Bezug auf dem Mitkommen. Denn... jetzt kann das Ganze auch relativ alleine regeln. So, einen Fingerabdruck können wir auch nochmal gleich mal nehmen von Michael. Ich finde es auch schön, wie hier halt einfach alle seit 500 Jahren hier im Gefängnis sitzen. Ruhe da. Fingerabdruck. Ach, Leute. Nee, du kannst dich gleich um dich kümmern, wenn du zu Hause bist. Du hast ja nicht mehr lange, nur noch 6 Minuten. Alubar, Nukoya, Joya.
So. Wunderbar, Schicht beendet. Fantastische Arbeit, alles klar. Arbeit verlassen. So. Dann wollen wir mal schauen, wie die ganzen, beziehungsweise die anderen zu Hause gemacht haben. Alicia ist ja auch im letzten Part mit der Kommunikationsfähigkeit fertig geworden und ihr fehlt jetzt wirklich noch die Töpfchenfähigkeit und dann ist sie so weit, dass ich sagen könnte, okay, jetzt kann sie auf jeden Fall altern. Bei Torge fehlt noch ein bisschen Denkfähigkeit und dann auch die Töpfchenfähigkeit und dann haben wir das auch geregelt. Ja, da steht auch schon der Kleine. Und begrüßt deinen Papa, das ist mega süß. Oh, hallo. Na? So. Aber dein Papa muss auf jeden Fall mal ganz kurz auf Toilette gehen und dann geht er direkt mal schlafen, weil er fertig ist mit allem. So, du hast Hunger. Ja, cool. Salim ist arbeiten. Dann kann ich mich ja kurz darum kümmern, denn die anderen sind entweder schlafen oder arbeiten. Essen geben an, Torge. Hähnchen-Nuggets kommen. So, so. No. Ist aber schön, wie sie halt immer erst das Essen hinstellen und dann die Leute holen. Statt andersrum. Sehr gut. Wieso steht eigentlich Chloes Gitarre hier noch hier rum? Natürlich muss ich warten, bis sie zu Hause ist. Naja, gut, dauert nicht mehr so lange. Was ist mit dir? Komm, ich kann dir auch mal gleich was zu essen geben. Dann mach ich aber den Schuh mal sauber. Alicia, so. Du kannst ein leckeres Schinken-Käse-Sandwich bekommen. So, Morgan ist zurück. Wunderbar. Wie geht's dir? Ja, du kannst mal duschen gehen. Oder sagen wir einfach, du kannst. Eigentlich kannst du mal baden gehen. Zitrusbad. Hey Morgan, hier ist Jade. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Nee. Nicht so wirklich. Oh. Vergiss es mit dem Baden. Du hast gerade relativ. Bist du gerade relativ schlecht sozial gestimmt? Was ist eigentlich mit Torge? Warum sitzt er noch nicht und isst? Würdest du bitte Torge hier absetzen? Und da Alicia. Wie gesagt. Kollege, was ist los? Ja, du darfst auch laufen. Oh, befördert zu Liebling der Fans. Salim wurde befördert, ist jetzt Liebling der Fans. Er verdient jetzt 87 Simulus mehr pro Stunde, was 1 Stunde von insgesamt 202 Simulus pro Stunde ergibt. Er hat zudem folgenden Bonus erhalten: 1808 Simulons und die Schreibfeder Nom de Plum. Sehr schön. Die will ich mir direkt mal anschauen. Die können wir vielleicht dann auf den Schreibtisch von ihm stellen. Im Familieninventar. Hier, wunderbar. Die ist ziemlich groß, aber kann man perfekt einstellen. Wunderbar. Und alle wurden zurückgesetzt. Wunderbar. Das ist total das, was ich machen wollte. Hier Tag absetzen, der Alicia absetzen. So. Nochmal das Ganze.
Glaby. So. Alicia mal absetzen. Wunderbar. Was hat die denn draußen? So, Salim ist auch zurück. Der kann auch gleich mal schlafen gehen. Okay. Willst du nicht irgendwie schlafen gehen? Warte, kannst du mal kurz dein Zitronenbad nehmen und dann kannst du schlafen gehen. So, Chloe ist auch zurück. Sehr schön, kann sie ihre Gitarre mitnehmen. Das Kleid steht ja übrigens immer noch übertrieben gut. So, öffnen. Dann kann sie auch mal eine Schale Obstsalat nehmen. Und dann kann sie auch direkt ins Bett gehen. Steht da jetzt nur die Gitarre von mir rum? Ne. Hier ist die Gitarre. Okay. Was sie ist? Ispa! War ich gut. Wow, Slurka! Lass dich mal raus, lass dich mal raus. Dann. Ich kurz die Spielmaschine beladen. Was ist mit dir? Ihr habt beide keinen Spaß. Dann könnt ihr ja zusammen spielen gehen. Puppen spielen mit Torge. Ja, du darfst ihn auch runterlassen. Oh, wie die beide sehr traurig sind. Oh. Oh. Die beiden die Treppe hochkrabbeln. Du jetzt schmeißt Chloe die Spielmaschine wegen einem Teller an. Wie süß die mit Treppen hochkrabbeln. Eigentlich, wenn ich gerade sowieso Zeit habe, kann ich ja ein bisschen Wärter hier üben. Beziehungsweise gestern muss ich spielen. So. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen reden. Weil dann levelt Torge auch ein bisschen Kommunikation. Oder ihr könnt auch nicht Kommunikation. Keiner kann nicht Kommunikation leveln. Ja, gut. Okay, dann spielt ihr einfach nur zusammen. Wie Dexter da angezogen wird. Ui, feste Musik. Buddies.
Puppenhaus Überdruss, okay. Hört mal auf zu spielen und dann könnt ihr einfach miteinander reden. Alberne Geschichte erzählen. Klopf, klopf jetzt. Unfug reden. So. So, ich würde sagen, aber ich kann eigentlich mal ganz kurz nochmal mit Alicia das hier üben. Oh, das ist ja mega süß. No. Warte, kannst du Kommunikation leveln, wenn du mit ihm redest? Du hast ja schon Kommunikation. Fertig, ich bin so doof. Oh. Muss über Denken leveln. Deswegen fahren du mal. So. Und ich übe mal kurz mit Lisa noch ein bisschen Töpfchen. Na komm. Melodie der wandelnden Seelen. Oh, bin ich gerade durch sie durchgegangen. Level 3 der Denkfähigkeit erreicht. Hogge kann jetzt mit Erwachsenen das Zählen mit Flashkarten erlernen. Er hat, er schläft nachts besser. Alles klar. Das ist super. Nein, stopp. Bitte tut genau das, was ich gesagt habe. Dankeschön. Wie willst du denn zuschauen, wenn du nicht mehr bei ihr bist? So. Na komm. Dankeschön. Was macht die Gärtnerin an meinem PC? Oder beziehungsweise an meinem und Katrinas PC? So. Ah, Nakaksu. Kuzu Winka. Not babe. Wunderbar. Es wird jetzt ekelhaft für sie, aber ich mach's auch direkt nochmal. Dexter? Nein. Oh, guten Morgen, Katrina. Schön, dass du wach bist. Du stinkst, ja, das stimmt. Dann geh du mal duschen und dann kannst du was essen. Oh, die Chess müde, dann fuck everything und geh schlafen. Ach, falsches Bett. Und Torge, was machst du? Ja, du kannst eigentlich noch ein bisschen weiter Formen studieren. So drei Käse hoch erstmal am Formen studieren.
sehr schön. Sehr schön. Aber ich würde erstmal sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Sims 4. Und bis dahin sage ich einmal ciao.